Wir machen weiter. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Wir sind mit den Kree hier unterwegs mit unserem letzten Uckechitter. Eine Runde weiter. Oh. Eine Sondersitzung des Weltkongress. Irgendjemand, den wir noch nicht kennen, hat Scheiße gebaut. Die anderen Stimmen gingen ihn ab. Ja. Ein Wettkampf. Ah, nee, irgendjemand wird geholfen. Strategie erfordert Nachdenken. Taktik erfordert Beobachten. Pikniere jetzt Baubar-Upgrade für Speerkämpfer. Das sind Mexico City-Krieger. Was machen die denn da oben? So, und hier vorne ist jetzt Magnus da. Und jetzt roden wir. Magnus ist der Rodungsexperte. Der bringt uns Bodenbrecher 50% auf alle unsere Rodungserträge. Jetzt gehen wir hin und sagen diesem Handwerker hier, wir müssen immer vorher checken, ob das Geländefeld auch wirklich Schutzwald gehört. Ja, ist der Fall. Jetzt sagen wir ihm, ohne dass ein Bauprojekt eingestellt ist, wichtig, rode einmal bitte. Wälder. Hier soll das Schutzgebiet hin. Weltfutsch. 112 sind entstanden. Viel mehr als sonst. Pin weg für Schutzgebiet. Hier oben hin. Jetzt ist das Schutzgebiet viel schneller da. Und in 7 Runden ist eventuell ein Siedler ja fertig. Da müssen wir gleich ein bisschen pokern. Weil der Magnus soll schnell auch rechtzeitig wieder dort unten sein, bevor der Siedler fertig ist. Kartografie wäre schon cool. Boah, dauert das lange. 17 Häfen als Boost. Hab die Feudalismus-Ausrichtung. Das Spiel veräppelt uns. Die Check, auf die wir verzichten. Als Boost dafür, dass die Kartografie schneller geht. Die also echt. Für mich nur veräppelt hier. Das hier ist eine Sackgasse. Darauf verzichten wir. Darauf können wir nicht verzichten. Einmal Richtung Steigbügel, dann bitte zu den Karawellen. 2 Häfen als Boost. Einen wollten wir hier. Einer ist schon da. Den zweiten könnten wir noch hier bauen. Ne? Aber der Boost sind ja nur... gucken wir nachher mal. Eine Aktion hier noch. Eine letzte. Nächster Bürgeressen, 38 Runden. Wohnraum 7, hier sind viel mehr Leute. Wir holen uns das Feld von oben dazu. Ach, das wird immer kaputt gehen, das Meckebab, neben dem Vulkan. Ist zwar neben einer Weide und hier, aber... Das müssten wir die ganze immer und immer wieder neu machen, vermutlich. Marmor haben wir allerdings schon. Marmor könnten wir vielleicht John Curtis verkaufen. Das ist eigentlich eine interessante Sache. Vielleicht hat das schon, man weiß es nicht. Sollte es mal versuchen. Hier gründen wir gleich unsere Stadt. Da links. Und eine Runde weiter. Wettkampf läuft. Gründe etabliert. So, und hier können wir jetzt einen Handwerker kaufen, der 4 Aktionspunkte hat. Die dann über den die Straße überall hinziehen. Liang gibt einen 4. Punkt. Gildenmeister. Eine 4. Aktion. Einmal hier rein, einmal kaufen. Welche Widmung haben wir? Immer wenn ein Bezirk entsteht, ein Zeitalterpunkt. Okay. Einmal kaufen, bitte. Teurer Spaß. Eins weiter. Oder für 600 Einheiten, ja. Hätte man auch machen können.
Kölner Weltkongress. Neue von diesem Spieler gebaute Bezirke lösen einen Kulturschock aus. Furchtbar gerne unseren. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Aber wir kennen auch sonst keine Sau. Das finde ich so cool, da will ich gerne alles für ausgeben, was geht. Einheiten der gewählten Beförderungsklasse halten 5 Kampf stärker oder verlieren 5. Meistens stimmt die KI, glaube ich, dafür. Wir wollen die Diplomatie-Siegpunkte bekommen und die bekommen wir nur einen, wenn wir für die richtige Kombo stimmen. Also die richtige Alternative A oder B in Kombination mit dem richtigen Punkt aus dem Untermenü, also was davon geboostet werden soll. Nach meiner Erfahrung ist es entweder Nah- oder Fernkampf, was geboostet wird. Und etwa so halbe-halbe. Mal das eine, mal das andere. Und dann ist noch die Frage, also ist rein Lotterie, können wir würfeln. Es ist rot oder schwarz beim Roulette, es ist vollkommen Wumpe. Wir könnten uns hypothetisch überlegen, welche KI-Konkurrenten sind im Spiel und haben die eher eine Nahkampf- oder eine Fernkampf-Spezialeinheit, aber das ist alles hier. Japaner, sie sind nicht dabei, ne. In dieser Phase des Spiels. Aztekenkrieger, wenn er die boosten will, Monte, ist er eher für Nahkampf. Es kommt ja auch darauf an, ob die schon im Spiel sind. Wen haben wir denn sonst noch alles? Wir haben Friedrich Barbarossa, der hat das U-Boot, das kommt erst viel später. Beim Nikiritan, danke dir fürs Abo, fürs allererste. Liebe Grüße, auch an der beliebte KI-Fraktion. Bitte mit Blümchen grüßen, neu dabei. Wir haben die Skythen, die haben Kavallerie-Spezial. Zulu bei Shaka ist auch ein Nahkampf, kommt aber später. Mansa Musa, weiß ich gar nicht mehr. Was haben die Mali nochmal als Spezialeinheit? Habe ich gerade vergessen. Genghis Khan hat irgendeinen Reiter, glaube ich. Die Äthiopier, Gott, ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Harald Hardrod und die Norweger haben ein Schiff. Sin Chiangdu hat eine Fernkampfeinheit. John Curtis hat eine Schießpulver, also eine Nahkampfeinheit, viel später im Spiel. Lauter und die Mapuche, habe ich auch vergessen. Wilfried und die Kanadier, fällt mir auch nicht mehr ein. Also was soll's, Leute. Wir gehen mal auf Nahkampf und es ist, wie gesagt, reine Lotterie. Und? Ah, also hier, das klappt nicht, aber das hat geklappt. Und das heißt nicht nur, dass unsere Bezirke, wenn wir die neu gebaut haben, wir haben genau richtig gepokert, einen Kulturschock auslösen. Das heißt, in einem Feld Umgebung gehören dann die angrenzenden Gebiete auch zu unserem Reich. Bis Maximum dritter Ring um unsere Städte herum. Und außerdem bekommen wir noch einen Diplomatie-Siegpunkt dafür, weil wir eine richtige Kombo genommen haben, die auch drangekommen ist. Da ist der Diplomatie-Siegpunkt in der Übersicht. Wir liegen am zweiten Platz. Mit 4. Toll. So, der Hain ist fertig. Und jetzt sehen wir das erste Mal, wie mächtig Haine sind. Schaut mal. Für angrenzende, nicht modernisierte, bezaubernde Geländefelder. Eine Nahrung, ein Glauben. Und sind sie sogar atemberaubend? 2 Nahrung, 2 Glauben, 2 Kultur. Und das, ja, guck mal da oben. Wie unsere Kulturgrenzen boosten, unsere Kulturerträge jetzt boosten. Die müssen allerdings auch bewirtschaftet werden. Und, ja, schaut euch das mal an. Brodaks Bucht. Wahnsinn. So cool sind Schutzgebiete, wenn man gute Plätze für die hat und die gut platziert. Absoluter Wahnsinn. Mega cool. Nackter Wahnsinn. Ganz toll. Funktioniert nur da, wo keine Bezirke stehen, keine Berge stehen und keine Modernisierung. Krass, ne? Echt fein. Nächster Schritt. Und jetzt können wir im Hain in irrem Tempo alles andere bauen. Und jetzt könnten wir einen Hafen bauen. Und einen Leuchtturm von wegen Wohnraum und nachher Wasser besser bewirtschaften können. Stadtmauer wegen Abwehr vor Barbarenschiffe.
Ging auch schnell, aber ich bin eigentlich für den Hafen. Die Frage ist, wo? Hier ist eigentlich eine Fischressource. Die würden wir kaputt machen. Nee, also Campus. Das hier kann man keinen Campus setzen. Das sind die Gebiete rund um das Schutzgebiet. Da macht man das nicht. Plus 4 ist cool, machen wir nicht. Da gehen so tolle Erträge kaputt. Was haben wir davon? 2 Kultur und 3 Produktion und 3 Nahrung kaputt zu machen gegen 4 Forschung. Das ist Quatsch. Wir könnten auch ein Handelszentrum machen. Hier vorne daneben. Das würde profitieren von dem Diplomatieviertel. Das könnte man auch. Hier ist allerdings in der 2er Reichweite zum Vulkan. Aber das könnte man machen. Da müsste man das Stadtfeld aber sich erstmal zu Raupenpower rüberholen. Das ginge. Alternative wäre, hier oben den Campus-Distrikt bauen, den wir seit Ewigkeiten schon bauen. Das ist ein 3er. Aber der 4. Hafen, der 2. Hafen wäre cool, weil wir die Kartografie dann 8 Runden, schätze ich mal. 8 Runden Forschung sparen für die Kartografie hier. Baut 2 Häfen. Da wollen wir als nächstes hin. Das wird vom Timing her gut passen. Also das wäre genau zum richtigen Augenblick, der 2. Hafen. Und den bauen wir auch nur hier. Hier ist der 1., sonst ist keine Hafenstadt da, wo wir das machen. Insofern ist Hafen sinnvoll. Jetzt die Frage, wo? Ja, also hier oben. Hier oben gibt es, ich weiß nicht. Hier oben gibt es plus 2 an Nachbarschaftsbonus, weil die Stadt daneben steht. Es geht auf jeden Fall eine Fischressource kaputt. Man kann auch hier hinsetzen, aber da soll ein Wasserpark hin. Das habe ich mir gut überlegt und gut eingeplant. Der ist unverzichtbar. Das heißt, die Fische müssen überbaut werden. Jetzt ist die Frage, welche überbauen wir? Wenn man die hier überbauen mit einem Hafen, hat der Hafen erstmal nur einen Nachbarschaftsbonus von dem Diplomatie, von dem Regierungsplatz. Bekommt irgendwann einen weiteren, wenn hier auch ein Theaterplatz steht. Das dauert aber. Außerdem sind die Nahrungserträge hier irgendwie, werden hier als cooler angezeigt, weil hier schon ein Hafen ist. Auf Dauer wird da oben auch 3 Nahrung sein. Also ich finde, glaube ich, oben besser. Ich finde oben, glaube ich, besser. Wir könnten vielleicht hier auch ein Dreieck von Bezirken dann nachher noch bauen. Weil Raupenpower braucht, glaube ich, eher die Nahrungserträge. Raupenpower hat nämlich kein Schutzgebiet. Hier entsteht gerade ein Hain. Hier, wenn wir auf jeden Fall Nahrung brauchen und die Fischressource hilft uns. Hat schon 7 Bürger. Da würden wir echt hätten, das wäre echt verschenkt. Stadtmauer ist angebaut, genau. Wir machen das hier vorne. Kann man eine... Hey, das habe ich seit Ewigkeiten nicht gemacht. Man kann eine Fischressource doch ernten. Mit einem Handwerker. Wir ziehen rauf ins Wasser. Ernten die mit dem hier. Und dann bekommen wir noch einmal Nahrung, ne? Einen Nahrungsboost, glaube ich. Wenn man die wegmacht. Wir warten eine Runde ab, machen das nächste Runde und bauen bis dahin noch einmal die Stadtmauer an. Haben wir auch gleich hier einen 5. Bürger. Fischerboote hier. Jetzt wächst die Stadt noch mal viel schneller. Hier hatten wir gerade gerodet. Hier entsteht ein Siedler in 6 Runden. Und jetzt könnten wir mit dem noch nutzen, dass hier oben Magnus ist, noch 2-mal roden. Hier soll ein Mekewap hin da. Der hat 2 Aktionen. Einmal roden, einmal Mekewap. Danach bräuchten wir eigentlich noch mal einen Handwerker, der die Aktion noch mal durchführt. Einmal roden, einmal Mekewap.
Kostet nämlich 2 Aktionen. Wo ist denn der nächste Handwerker? Gar nicht. Der zieht da gerade oben hin. Dann brauche ich noch mal einen Zweierhandwerker. Schnell, schnell oben. Das ist irgendwie doof. Jetzt haben wir keinen Handwerker um die Ecke. Na, wir könnten hier oben einen Dreierhandwerker kaufen. Nur für die Rodungserträge. Na komm, das machen wir sogar. Damit wir hier... Der hat dann zwar nur 3 Aktionen, aber dann können wir danach Magnus wieder runterziehen und schnell hier die Stadtblock runden. Mit dem rodenden Handwerker beschleunigen, sagt Blechwalze, ja, das könnten wir machen. Spannender fände ich allerdings, das Schutzgebiet zu beschleunigen, weil das brauchen wir so dringend. Wir könnten, wenn die nächste Forschung schnell ginge, eine Karte reinnehmen plus 30% für Handwerker. Da könnten wir zweimal roden und das in die Handwerker reinstecken. Das wäre eine Option. Versteht ihr? Wir haben hier diese Karte, die uns zur Verfügung steht, plus 30% für Handwerker. Und wir warten mit dem Roden, bis die uns zur Verfügung steht. Können wir auch jederzeit billig reinnehmen. Dann roden wir jetzt zweimal, einmal da mal und haben im Handumdrehen Handwerker fertig. Die Idee finde ich sehr nett. Das machen wir, wenn hier bei öffentliche... In der nächsten Runde machen wir das. Nächste Runde machen wir das. Einmal hier rüber. Den brauchen wir vorne vor Ort. Die Stadt soll gleich hier vorne entstehen. Der ist schon so weit, der läuft weiter mit. Und wieder eine Runde weiter. Den Siedler müssen wir nachher ein Stück aufschieben, aber noch nicht. Solange wir die Siedlerkarte drin haben, läuft er noch weiter mit. Eine Runde weiter. Oh, die Kanadier haben wieder etwas Geld. Gunst für 8. Was gibt uns Curtin, John Curtin, für unsere Gunst? Ja, normalerweise nur 4, der gibt immer extra 4. 8 Gold einmalig. Der ist noch nicht mal... Okay, lass uns das mal probieren. Das wären 90. Dann das entspricht etwa 60 bei einer einmaligen Zahlung. Geteilt durch 8 wären so um die 7, 8. Ich vermute, 8 muss man dafür geben. Neun. 90 Gold gegen 9 Gunst. Das wären genau unsere 18 dann. Sechs mal 30 und einmal 9 gegen unsere 18. Ja? Jade an Curtin verkaufen und von Laurier die Jade wiederholen. Heißt es im Chat. Dreimal 30. Ja, das wäre ein Unterschied von 1,5. Etwa. 1,5 Gold pro Runde, also dafür mache ich nicht so Aktion. Eine Runde weiter. Wir können auch Jade unten gleich nur anschließen. Das ist dann gar nicht nötig.
Marmor können wir anschließen. Wir bleiben mal im Wasser und holen jetzt gleich das zweite Fischvorkommen aus hier. Einmal roden. Hier. Das ist sowieso ganz langweilig hier. Und ein Make-up drauf. Hier roden wir nächste Runde. Und nächste Runde nehmen wir, kaufen wir uns die Hand, nehmen wir die Handwerkerkarte rein gegen Geld. Roden dann mit ihm einmal hier. Reicht das für einen Handwerker? Ich vermute, mal gucken, wie wir das machen. Überlegen wir uns gleich mal. Eine Runde weiter. Einmal Fischerboote. Langsam haben wir so viel Geld, dass wir auch mal einen Hain kaufen können. Für 600 Gold. Hier entsteht einer 13 Runden lang. Hier entsteht ein Schutzgebiet. Vielleicht danach sogar hier 15 Produktionen. Es wird auch so entstehen. Vielleicht in einer neuen Stadt oder so. Mal gucken. Ich wollte da ernten, keine Boote. Ich wollte hier ernten. Nein. Hier wollten wir, da soll der Hafen hin. Da wollten wir ernten. Was, wie, wo? Hier vorne habe ich hier gerade rausgezogen und ein Fischerboot gebaut. Daniel, wie kannst du nur so doof sein? Chat, Moderatoren, Jim Rayner, bitte das Blitzdingsgerät mal in den Chat halten. Bitte einmal das Blitzdingsgerät in den Chat reinhalten. Da kommt das Blitzdingsgerät zum Einsatz. Bitte alle mal lange und tief in das Licht reingucken. Ihr habt große Städte aus Stein errichtet und so war Zeuge des alle mal Aufstiegs reingucken. Und Niedergangs der frühen Reiche. So ist es falsch. Schon bald werdet ihr gemeinsam mit euren edlen Rittern unter den majestätischen Zinnen von Burgen stehen und die Geschichte eures Volkes schreiben. So wie ein junger Knabe so den Umgang mit dem Schwert lernt, werdet ihr lernen, wo euer Platz auf dieser ja, Welt ist. Ja, ich musste mir leider, ihr tragt das Schicksal der Moment, Cree, ohne euch zu beklagen. Ganz kurz musste ich mir ein Autosave laden, weil das Spiel war abgekürzt, abgeschmiert. War mir abgestürzt, crashed to Desktop oder hat sich aufgehangen und ich habe dann neu geladen. Das, ne? Könnt ihr euch im Twitch-Chat nicht dran erinnern? Ja, komm Leute, ein bisschen mehr Konzentration. Immer dabei sein, konzentriert. Das hättet ihr mitbekommen können. Immer schön dabei sein. So. Hier. Hier hin. Ach, nee, der wollte es klar. Mit dem geht's hier hin. Und jetzt ernten wir hier, bekommen einen Burger dazu, weil hier der Hafen gleich entsteht. Fünfter Bürger, jetzt gehen wir hin und platzieren den Hafen an dieser Stelle. Ziehen ihn auch vor, weil wir das Heureka haben wollen für die Kartografie. Baute zwei Häfen, einer schon da, zweiter wird gebaut, dann sparen wir etwa 8 Forschungsrunden. So, hier hatten wir die Fischerboote schon errichtet. Wir wollten weiterziehen und da oben noch welche machen. Einmal roden hier vorne. Und eine Runde weiter. Nexus, denk daran, die Fische bei Brodaks Bucht zu ernten, Nexus. Das würde ich doch nicht vergessen. Es verliebt, dass mich auf solche Sachen hinweist, aber das war völlig überflüssig. Ich habe alles im Blick, ich habe alles im Auge.
Vibi, Master of Micromanagement, der Mann, der nie Fehler macht. Ja, huldigt mir gerne. Hier soll irgendwann eine Freiheitsstatue entstehen. Eine Fischerboote, bitte. Hier entsteht jetzt ein Make-up. Einmal roden. Achtung, eine Runde öffentlicher Verwaltung. Wir wechseln vom Schutzgebiet auf Handwerker. Ich muss noch einmal rechnen. Das dauert 90. 90 Produktionen kostet der. Und wir haben hier die 50% Produktionsextra beim Roden durch Magnus. 112. Das ist sogar verschenkt. Wir brauchen die Handwerkerkarte gar nicht. Der ist sofort fertig. Ich frage mich, wenn er danach noch einen Handwerker reinstellt, ob der davon auch profitiert, aber ich glaube nicht. Das weiß ich nicht mit Jumaina. Ob zwei, das hatten wir mal ausprobiert und ich glaube, das hatte nicht geklappt. Aber ich weiß es nicht mehr. Wuxing meint doch, wir probieren das mal aus. Mit diesem Finger, entschuldigt bitte, mit diesem natürlich, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Mit diesem Finger speichere ich einmal ab per F5. Wir machen ein kleines Experiment. Zwei Handwerker hintereinander, normalerweise 8 Runden. Wir gehen rein, geben Geld aus. Fürs Wechsel 75 Gold. Hauen wir aus. Nehmen die Siedlerkarte raus. Nehmen die Handwerkerkarte rein. Bestätigen das. Nehmen den Siedler einmal kurz raus. Nehmen einen Handwerker rein. Wenn schon, denn schon. Roden jetzt nochmal. Siedler dauert jetzt nur noch 6 Runden. Entfernen die Wälder. Es müsste nochmal 30% Rodungsattack extra draufgelegt werden. Das heißt, es müssten nicht nur 112 sein, sondern so noch mehr. Es ist einer entstanden, der nächste dauert nur 5 Runden. Das hat, glaube ich, geklappt. Ja. Ich glaube ja. Ich glaube, der nächste würde dann nämlich mehr als 5 Runden dauern. Das wird uns leider nicht angezeigt. Ich glaube, das hat geklappt. Das müsste jetzt allerdings auch durchziehen. Das heißt, der hier zieht jetzt hier hin, rodet nächste Runde nochmal und dann macht der entweder den Handwerker fertig oder das Schutzgebiet. Das überlegen wir uns gleich mal. Ja? Alles klar? Ich hoffe, das klappt alles. Es ist so ein bisschen rumgetrickst und Hoffnung, dass das alles klappt. Hier im Grunde war gleich eine Stadt. Oh, der kommt hier nicht durch. Mach mal Platz frei hier. Eine Runde weiter. Paradoxon, vielen Dank fürs Abo. Fürs allererste, danke dir. John Curtis. Wir bieten ihm Jade, die wir in rauen Mengen haben, sehr gut. Und er bietet uns... Oh, ich muss ein bisschen überlegen, warum ist die Jade da? Ah, weil der Export an Monte zusammengebrochen war. Das ist Ablauf, in dieser Runde brach Monte. Der Export, ja, hatte ich mir notiert, auf Zettelchen. Das heißt, wir könnten die, wenn wir ihm die Jade verkaufen, können wir die nachher nicht mehr Monte verkaufen. Montezuma reagierte sehr empfindlich auf solche Sachen, deshalb lehnen wir leider ab. Jetzt wird Monte sich gleich melden und sich bei uns beschweren. Der Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, aber keine Prüfung für den öffentlichen Dienst ablegen muss. Jetzt können wir Allianzen schließen. Die Bedienstetenkarte, die können wir uns holen, um mehr Annehmlichkeiten zu bekommen. Jetzt bleibt aber erstmal alles so, wie es ist. Jetzt müssen wir überlegen. 3 Runden, der Handwerker kann auch so fertig werden.
Ich würde vorschlagen, wir stellen stattdessen jetzt das Schutzgebiet rein. Das ist verschenkt. Wir sollten den Hain lieber gleich roden danach. Ich würde hier gar nicht roden. Wir roden hier nächste Runde. Ach, wo, dann muss der Magnus... Wir packen hier den Siedler wieder rein. Der muss noch ein Weilchen bleiben. Ich würde gerne erst das Schutzgebiet zu Ende machen. Weil, ne, also wir können nicht zwei Schutzgebiete einstellen. Wenn wir jetzt roden, wir verschenken da so viel. Die 112 sind futsch. Das Schutzgebiet wird normal zu Ende gebaut. Ihr könnt einen Mekewap bitte hin. Wird ganz normal zu Ende gebaut und dann wird da gerodet. Wir könnten natürlich auch nochmal einen Handwerker erroden. Das ginge auch. Und zwei Handwerker hintereinander. Aber wir wollen eigentlich das Schutzgebiet fertigstellen. Und mehr wollen wir hier gar nicht roden. Dann haben wir so einen angefangenen Handwerker. Ich finde es cooler, den Hain nachher zu versuchen, so weit wie möglich fertig zu kriegen. Da hätten wir viel mehr von. Wir brauchen viele Handwerker, ja. Aber dafür, die brauchen wir eigentlich hier in Liang. Wir hatten gesagt, Liang kauft die Handwerker. Da haben wir vier Aktionen. Ich würde drei Runden abwarten. Und notfalls schieben wir den Siedler mal ein klitzekleines bisschen, ein oder zwei Runden. Wir setzen hier einmal aus. Schmeißen die Handwerkkarte wieder raus. Danke an Fansking. Danke, was du schreibst. Danke für die 13. Abo an dich. Schmeißen den Siedler unten wieder rein. Dann ist er allerdings unten auch schneller fertig. Und neben oben... Oder nehmen die Bediensteten rein. Der Siedler wird auch so rechtzeitig fertig. Das wird der letzte Siedler sein. Der wird auch so rechtzeitig fertig. Nehmen die Annehmlichkeiten rein. So ist okay. So ist perfekt. Ja, so machen wir das. Die Schiffsbaukarte. Die Schiffsbaukarte hätten wir gebraucht für... Raupenpower. Raupenpower hat gerade fertiggestellt den Regierungsplatz. Nächster Schritt wäre eigentlich der Audienzsaal, um überall noch mehr Wohnraum und noch mehr Annehmlichkeiten zu bekommen für unsere Gouverneure. 10 Runden. Nach der öffentlichen Verwaltung machen wir jetzt erstmal den Merkantilismus. Oder den diplomatischen Dienst. Bekommen wir gleich mit Boost sogar, weil wir gleich die Allianz mit Monte machen. Beides. Wir fangen mal an mit dem diplomatischen Dienst. So. Und die Schiffsbaukarte nehmen wir nicht rein. Das geht gleich ganz schnell mit dem diplomatischen Dienst und bauen zuerst den Audienzsaal fertig. Der gibt uns den Bonus, dass alle Städte, wo ein etablierter Gouverneur ist, überhaupt ein Gouverneur ist, der uns etabliert oder nicht? Ich glaube etabliert, auch wenn es doch nicht steht. Also hingeschickt und dann vor Ort verankert. 2 Annehmlichkeiten und 4 Wohnraum dadurch. Matsutev. Handelszentrum steht, nächster Schritt der Markt. Für irgendwas brauchten wir 2 Märkte. Was war denn das nochmal? Für irgendwas, nee, 4 Handelswege für die Mittelaltermärkte. Jetzt entsteht hier der Markt. Ein weiter Gouverneurstitel. Die 2 Häfen brauchen wir auch. Hier oben ist, hier ist einer, in 10 Runden ist da oben einer. Das lassen wir so. Schiffe nehmen wir nicht rein. Statt Handwerkern hatten wir gesagt, was wollen wir nochmal reinnehmen? Die Annehmlichkeiten. Wo ich mich frage, ob wir die überhaupt brauchen, die vielen Annehmlichkeiten.
Ja, wir sind knapp zufrieden. Glücklich werden unsere Leute nicht, aber wir haben überall Einheiten, also schaden kann es nicht. Schaden kann es echt nicht. Wir können nur auf Risiko gehen und sagen, wir, uns haben lange Zeit keine Barbaren mehr angegriffen. Nehmen wir mal die Disziplin raus. Das kann uns aber auch sehr auf die Füße fallen. Die Siedlerkarte brauchen wir definitiv nicht. Geländefelder kaufen brauchen wir im Augenblick nicht. Wir haben doch im Augenblick den Vorteil vom Weltkongress. Wir bauen Bezirke und Geländefelder entstehen. Nehmen wir aber auch nicht. Dadurch gibt es noch mehr Gold. Durch alle Handelswege. 3 im Augenblick wären 6 mehr. Das lohnt sich nicht. Stadtmauern, das ist nur eine Stadt oder so, braucht man auch nicht. Ich würde auf Nummer sicher gehen. Barbaren sind unsere Versicherungen, die können technologisch uns weit überlegen sein. Handwerker bauen wir nicht. Handwerker kaufen wir. Annehmlichkeiten rein. Rest bleibt erstmal. Ja. So sollte es passen. Schiffe, ja, aber erst in beim nächsten Politikkartenwechsel, weil erst der Regierungsplatz gebaut wird in der einzigen Stadt, die Schiffe bauen möchte. Immer noch nur zufrieden und nicht glücklich, aber die Städte wachsen rasant. So, und weiter.